Zum nächsten Orakel besuchen wir die Erdmännchen hier in Altenburg und zwar im Inselzoo. Der heißt so, weil er komplett auf eine Insel gebaut ist. Das ist fantastisch. Das muss heute was werden. Und los geht's. I've noticed you around. Der Sichtig-Käfig ist gut gefüllt. Zuschauer auf den Rängen. Gucken wir mal, ob das die Konzentration heute stört. Die machen nämlich ganz schön Lärm, die Guten. Und das Orakel beginnt fürs dritte Gruppenspiel. Wir zeichnen die Linie wieder ein in der Mitte. Hier spielt Deutschland, auf dieser Seite spielt Südkorea. Sie warten schon ganz aufgeregt, haben heute auch noch nichts zu futtern bekommen. Sie sind also hungrig und wild aufs Orakel. Heute gibt's wieder Mehlwürmer und wir starten in 3, 2, 1 und rein das Futter! Oh, 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 die deutschen Mehlwürmer stehen heute ganz tief in der eigenen Hälfte. Es verirrt sich bisher nur einer auf die deutsche Seite. Alle stürzen sich Richtung Südkorea. Da sehe ich doch schon ein bisschen Rudelbildung. Das Futter ist fair verteilt. Wir haben geguckt. Was passiert jetzt im Hintergrund? Du hörst Pfeifen. Da kommen sie meistens, wenn ich Pfeifen tue. Also müssen sie sich jetzt auf die deutsche Seite stellen. Es wird gedopt. Ist das erlaubt? Wir sind bei der WM in Russland. Ich würde einfach mal sagen, ja. Das funktioniert. Jetzt haben wir schon mal 3 auf der deutschen Seite. Der vierte lauert genau in der Mitte. Hier geht es jetzt hart in den Zweikampf. Ich würde sagen, knapp vor der Tätigkeit. Wir können aber auch mal in den Videobeweis gehen. Und das Spiel endet in 5, 4, 3, 2, 1, Abpfiff. Die haben überhaupt nicht nachgeholfen. Sie haben es nicht gesehen. Wir zählen mal. Also auf der deutschen Seite sind es 1, 2, 3, 4 Erdmännchen. Auf der Südkorea-Seite 1, 2, 3. Der eine ist schon wieder auf dem Weg zum Aussichtsturm. Ich würde sagen, Deutschland gewinnt. Knapp, ohne Hilfsmittel, aber wir gewinnen. Antenne Thüringen.